Den Weg kenne ich langsam. Da kommt eine ganze Truppe jetzt rein, deshalb wollen wir Sie jetzt zunächst einmal nicht einmal namentlich aufrufen, sondern Sie einfach zu uns bitten. Bitte sehr. Grüß dich, Alexander. Hallo. Bitte ich gleich auch. Lasst uns ein bisschen Zeit sparen, dadurch, dass jeder Einzelne einfach sagt, wie er heißt und was er tut und sich vorstellt. Alexandra Hilwert bei Ö3, aber ab jetzt, nächstes Jahr, Treffpunkt Niederösterreich, statt dem Skiorg eine Sendung moderiere ich. Sehr gut. Täglich? Daily? Fast, am Nachmittag? Ja, fast. Und? Adriana Zartl, ich moderiere Teleclubbing und mache im Sommer Oder in Österreich. Teleclubbing, welcher Sender, welche Uhrzeit? ORF1, 21:45 jeden Montag. Ah, du bist die, die auf flockig machen. Natürlich. Ja, klar. Und? Andrea Radakovic, ich mache die Hauptprogrammansage, ich bringe Glück mit Lotto 6 aus 45 und habe des Öfteren pro Tag 6 Stunden den schnellsten Verkehr Österreichs. Wie darf ich das verstehen? Ö3. Ach! Hier. Knolandi, Hitradio Ö3. Ich hätte gerne ein kleines Bier, bitte. Also, Moment, Bier haben wir nicht. Bier haben wir nicht. Nein, Sekt ist auch okay. Aber bei Gelegenheit. Und der Harry? Ich bin Harry Redhofer, Ö3 Wecker, jeden Tag 5 bis 9. Morgen. Täglich? Täglich. Heißt das, wenn du jetzt bei uns hier fertig bist, jetzt Silvester, bist du heute Nacht noch im also Einsatz? Also morgen ist Ausnahme, der Chef hat es erlaubt. Danke. Morgen darf ich mal ausschlafen. Wenn du irgendwo am Abend einen Gig hast, eine Gala hast oder was machst, kriegst du frei oder musst du das Jahr durchmachen? Danke. Ich mache durch. Dann schläfst du nicht und gehst sofort zum Sender? Wenig Stunde, ja. Wie lange wirst du das noch schaffen? Hattest du beim Antritt, als du begonnen hast, hauptlanges Haar? Nein. Ihr Lieben, was werdet ihr uns bieten? Wir werden die Spice Girls machen mit dem Titel Wannabe. Wer kriegt dabei welche Rolle? Vor allem, was macht ihr zwei dabei? Ah, naja, die OF Maske ist ja eine königliche. Du wirst uns nicht wiedererkennen. Du wirst ein Spice Girl. Wir sind noch fescher, als wir jetzt schon sind. Wahnsinn. Ich bin die Schwarze mit den vielen Haaren. Cherry. Und du? Emma, Baby Spice. Mel C. Ich bin die Coole. Dann bitte alle 5 dadurch durchs Tor und viel Erfolg mit den Spice Girls und Wannabe. Somebody down a while, it's all around.
wanna be my lover. Ja. Na, 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 Kinder, ich bin das nimmer wirklich gewöhnt. Reinhard, sag was. Ich war auch ein bisschen irritiert, dass man so nah an mich herangekommen ist, aber ich möchte es nicht als Bestechungsversuch werten. Es war ein Teil der Show und ich fand die Show wirklich perfekt. Also super, Kompliment. Ganz toll. Gehört das auch noch zur Show? Ja. Uli. Vom Original fast nicht zu unterscheiden und es gibt 10 extra Punkte. Wenn die so weitermachen, werde ich mich gleich outen. Aus Sicherheitsgründen. Sinnlos bei mir, du. Also es gibt 10 extra Punkte für den Stunt vom Andi Knoll mit den hochhackigen Schuhen. Ja. Klaus? Bin wirklich schwer beeindruckt. Ich meine zwar, die zwei Jungs sollten den Chirurgen wegen missglückter Geschlechtsumwandlung klagen. Bewundere aber den Andi Knoll seinen Eiertanz. Das war hervorragend. Das war hervorragend. Ich meine die Stöckelschuhe. Das ist alles echt. Aber dass die Adriana tanzen kann, wissen wir, aber dass du nicht ausgerutscht bist, das ist meine Leistung. Wir wissen ja alle Spice Girls, wir kennen den Namen Spice, es ist Englisch als Gewürze. Ich habe es großartig gefunden, werde in Zukunft das umdenken müssen. Früher habe ich meine Suppe und mein Essen mit Salz, Pfeffer und Majoran und solchen üblichen Dingen gewürzt. In der Zwischenzeit habe ich umgedacht, wäre es ja meine Suppe würzen mit einem Schuss Hilbert, einer Prise Zartl, werden wir eine Scheibe von der Andi-Knolle abschneiden und hineinwerfen, werden mit Reithofer binden und vielleicht mit Radakowitz kurz abschmecken. Ich kann nur sagen, ich bin froh, dass ich alt bin.